Folge 266 von Simotrans. Wir warten hier, bis die Züge alle rein und raus waren. Jetzt sind ganz viele gerade da gewesen. Aber das, was ich sehen wollte, sehe ich jetzt gerade nicht. Jetzt fährt der rein. Da kommt einer. Okay. Ja, obwohl, jetzt können wir vielleicht Glück haben und können gleich sehen, wie der da rein und raus fährt. Aber nee, der wird ja schneller fahren wie der, gehe ich von aus, oder? Obwohl der ja Wartezeit hat. Bis so und so viel drin sind vielleicht. Aber wenn der jetzt kommt, steigen die da ein und wer fährt los? Kann das sein? Nee. Vielleicht haben wir Glück und der fährt gleich raus, aber der fährt eher da rein, wie der rausfährt da, ne? Würde ich sagen. Das sehen wir nicht. Der Flirt ist schneller unterwegs. Ah, jetzt fahren sie beide, aber das reicht leider nicht dafür zu sehen. Aber ich denke mal, die könnten, der kann rausfahren und der kann reinfahren. Das geht gleichzeitig. Gut. Jetzt wollte ich den Flieger mal angucken. 156 von 282. Okay. Der fliegt aber gut Geld ein. So ist nicht. So, was hatten wir auf dem Plan? Wir hatten auf dem Plan, dass wir... Wie kommen denn da so an? Der ist voll. Ich glaube, nach hierhin geht's, ne? Nur umgekehrt ist, glaube ich, schlecht. Wir hatten auf dem Plan, den hier umzubauen. So. Der hat jetzt 208 Tonnen. Machen wir mal... Gucken wir mal gerade die Linie an, wo der zweite ist. Der hat auch 208 Tonnen. Und der ist gerade da losgefahren. Und das Depot ist da in der Nähe, oder? Wie war das? Müsste es eigentlich sein, ne? Oder? Hier war das Depot, genau. Das bedeutet, der wartet jetzt da und wenn der fertig ist, dann nehmen wir, der braucht nicht, der darf nicht laden. Und der darf auch nicht laden, weil wir wollen sie ja sowieso einen ausmustern und einen verbessern. Ja. Der ist jetzt drinne. Ich glaube, wir lassen mal gerade schneller laufen. So, welcher ist denn jetzt der? Das ist der, der fährt jetzt zum Depot auch. Der entlädt jetzt gerade. Und dann fährt er auch zum Depot. Das können wir dann ausmachen. Den verfolgen wir gerade, bis er beim Depot ist. Können wir auch gerade schneller machen. Okay. So, der ist jetzt angekommen, den schmeiße ich jetzt weg. Wie ist der zweite jetzt auch da? Muss er wohl, ne? Der muss wohl gerade angekommen sein. Ja, sieht so aus. So, Waggons. Warte, was ist das denn jetzt hier? 54 Tonnen Stahl, 54 Tonnen Paletten. Stück gut, hä? Bin ich doof? Tatsächlich der gleiche Zug? Oder das gleiche, die gleiche Optik für verschiedene Dinger? Stück gut. Das sind jetzt 3, 6. Das andere sind... 4. Er hat jetzt Haltlänge 9. So, das sind jetzt 10. Das andere sind 2, 4, 6, 2, 4, auch 10. Dann gibt es noch einen davon. Und wahrscheinlich 2 davon. Oder 3? 3 auch. Und dann starten wir den. Und dann fährt er jetzt da lang. Ist die Frage, was der noch lädt. Warte mal, wo, warte. Döbeln Südostwald. Ist sein erstes Ziel, sollte das sein.
Freier Wegpunkt, das bedeutet, er fährt falsch. Er sollte erstmal dahin fahren. Machen wir gerade schneller. Nee, da wollte ich nicht. Ich wollte jetzt einfach nicht verfolgen. Wo ist meine Maus? Zeigte die Maus nicht an. Warum? So, jetzt kriege ich sie wieder wahrscheinlich. Genauso ist es, weil er den verfolgt hat. Naja. Und er hat voll die landwirtschaftlichen Güter jetzt geladen. Dreht da um. Wieso dreht er da hinten um? Das ist doch voll der Blödsinn. Das ist doch voll der Blödsinn. Gefallen tut mir das hier alles nicht, ne? Das sieht irgendwie voll doof aus. Vielleicht sollten wir das mal hier gerade ziehen. Okay, wenn ich den gerade ziehe, passt das da nicht. Mache ich jetzt aber mal so fertig. Das ist erstmal das Gleis da. Dieses Gleis geht noch nach da weiter. Das geht da weiter. Wir müssen hier Landschaftspflege machen. Schütten wir auf die Ecke. Nochmal das Gleis hier. Der geht dahin. Achso, der müsste ja dann nach da gehen. So. Also der da rein ist schon okay. Und jetzt müssen wir hier mal eine Brücke bauen. Die über beides geht. Ja. Und da auch. Gut. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, ne? So, hier machen wir eine Einfahrt hin. Die von da kommen, können da lang fahren. Das haben wir schon richtig gemacht. Das bedeutet, dieses Stück nehmen wir weg. Genau. Oberleitung, das. Und das. Dieses Stück können wir gleich rausnehmen. Weil die sollen hier lang fahren, ja. Wenn der jetzt gleich weg ist, dann klappt das doch, oder? Das ist jetzt auch der Zug schon hier, der da ist. Gut, das hat funktioniert. Jetzt möchte ich noch das wieder verbinden. Und das gibt Strom. Da ganz durch. Und da auch. Okay, der fährt da raus, das ist gut. Signal setzen wir eins hier hinten mal hin. Und da auch eins hin. Wenn wir schon dabei sind, dann gibt's das da auch nochmal. Gut, jetzt brauchen wir noch Strom hier an dem zweiten Gleis, wie ich sehe.
So, die können da reinfahren, die können da rausfahren. Die können hier reinfahren und die können da rausfahren. Das passt schon mal alles. Ich nehme mal hier das weg. Und das nehmen wir auch weg. Einfahrt ist da. Durchfahrt ist hier. Wird aber wahrscheinlich auch da lang fahren, egal. Ausfahrt ist hier, Einfahrt ist da. Ja, ich glaube, geht erstmal so, oder? Jetzt müssen wir nur gerade Signale hier mal. Das gefällt mir nicht und das gefällt mir auch nicht. Das kommt jetzt dahin und das kommt auch dahin. Die fahren geradeaus. Die fahren beide da lang. Alles ist gut. Hier kann ein Gleis noch weg. Und das da kann eigentlich auch weg, oder? Ja, und ah, hier kann noch und muss noch schnell Oberleitung hin. So, jetzt ist hier nur die Frage. Ja, das wäre hier nicht sinnig. Wenn wir schon das Gleis da liegen haben, dann kann das auch weg, dann kann er bis dahin fahren. Das lassen wir mal. Das bedeutet, wir machen mal hier noch ein Signal hin. Und das da konnte weg. So, er kommt wieder. Hat nichts geladen. Jetzt sieht es hier besser aus, glaube ich. So, das zu und er fährt hier wieder raus. Ich glaube, das ist schon so ganz gut. So, kommen wir nochmal nach hier oben hin. Hier haben wir auch schön umgebaut alles. Aber hier ist ja auch gut, ne? Das sieht doch alles soweit gut aus. Machen wir gerade hier die Lupe an. Jetzt benutzen wir wieder die Pfeiltasten. Hier kommt er. Der hat landwirtschaftliche Güter geladen, fährt natürlich miese ein, ne? Fährt dann den Wegpunkt da an. Irgendwie fehlen mir die Dingens gerade, ne? Die Personenzüge von hier unten. Ah, da kommt gerade auch einer. Kann er durchfahren? Ja, da haben wir alles richtig gemacht. Überholt er den? Das ist die Frage. Könnte er schaffen. Na, da müsste er jetzt aber für da sein. Ne, da kommt er zu spät. Der Güterzug fährt zuerst rein. Aber verliert knapp vor dem da. Wahrscheinlich, oder? Der Flirt darf zuerst reinfahren, ne? Ja. Das ist nicht so toll. Jetzt können wir das wieder nicht sehen, das Beispiel. Ja, hier wäre vielleicht ein weiteres Gleis sinnig gewesen, allerdings zu viel Bebauung, die da flöten geht. Fünf Felder hier, da wären es vier, auch fünf Felder, also nee, das machen wir nicht. Oh, der fährt jetzt vielleicht sofort raus? Nee, hat nur gedreht und fährt nun. Ach so, der fährt nicht, weil der da. Ich werde es nie sehen, weil der nicht bis vorne fährt. Ja, ist so. Ja, ist so. Gut, aber ich würde sagen, dann sind wir hier erstmal ganz gut fit. Jetzt müssten wir schauen. Der Erker fährt immer noch so komisch. Nein, das sieht jetzt anders aus. Das Gasthaus hier, wie sieht's denn mit dem aus? Haben die alles? Ja, die haben leider alles. Ja, dann
Wäre wahrscheinlich das nächste dann hier hinten in Sonderhausen ist das, glaube ich, ne? Weitere Tätigkeiten zu betreiben dann. Ja, hier lange Gleise bauen, ne? Das sieht schon kompliziert aus. Das ist schwierig, das hier zu bauen. 15er Gleislänge. Aber naja, wie viele tausend Leute stehen hier? 3600. 2510 über Döbeln-Waldweg-Hafen, okay. Ja, da müssen wir auf jeden Fall dran, ne? Oh, hier sind schon schöne hohe Häuser hingekommen. Oh, hier, guck mal, ein richtiges Wolkenkratzerhaus hier. Wie viele sind denn da drin, ne? 10. Krass, und hier? 5 nur, aber schon nicht schlecht. Städtchen wächst hier, ne? Oh, Passagier auf öffentliches Eigentum, Touristenattraktion, naja dann. Plattenbau oder was soll das darstellen? Ja, und da müssen wir nächstes Mal wieder gucken hier, ne? Ne, das war falsch. Das wollte ich. Ja, hier ist zum Beispiel eine Fläche, da ist Flächen daneben. Das müssen wir auch wieder in den Griff kriegen. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.